Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentlemen, zu einer neuen Folge TechPack Opening. Es ist ja mal wieder eine ganze Menge an Paketen hier, also wesentlich mehr als in den letzten beiden TechPack Opening Videos, die ich aufgenommen habe. Es ist eine ganze Menge Zeug hier. Ich habe aber zu Beginn erst nochmal ein kleines Upgrade hier in meinem Setup zu verkündigen. Und zwar habe ich jetzt hier ein Boya BY-MM1, weil ich habe ja hier das Lavalier-Mikrofon, was ich in, keine Ahnung, den letzten 3 Jahren in allen meinen Videos verwendet habe, ist ja das Boya BY-MM1. Damit zeichne ich eigentlich all meine Videos auf. Das ist ein 20-Euro-Mikrofon. Ihr hört die Tonqualität, die ist wirklich absolut top-notch für 20 Euro. Also ich habe auch schon, wie gesagt, Mikrofone für 500 Euro und aufwärts verwendet und habe damit keine bessere Tonqualität erreichen können, als mit solch einem 20-Euro Lavalier-Mikrofon. Also ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr begeistert von. Und jetzt habe ich eben von der gleichen Marke hier Boya BY-MM1, also einfach nur bei der Produktbezeichnung ein weiteres M dazu, ein Universal-Kardiot-Mikrofon. Also ich würde das jetzt einfach so als Shotgun-Mikrofon bezeichnen, keine Ahnung. Was jetzt einfach neben meiner Kamera eben positioniert ist und halt auch noch den Ton hier aufnimmt, weil der Sony-interne Ton von dem internen Mikrofon, ja, der ist jetzt nicht ganz so nice gewesen. Das heißt, wenn mal hier irgendwie irgendwelche Probleme, der Rekorder, ich habe vergessen aufzuzeichnen, die Batterien sind leer gegangen, Speicher ist vollgelaufen, whatever, dann musste ich natürlich immer auf den Ton von der Kamera zurückgreifen und der war, naja, eher suboptimal. Und ich kann euch ja jetzt mal ganz kurz auf das Boya BY-MM1 überspringen. So, jetzt hört ihr gerade den Ton eben von genau diesem Mikrofon hier und ja, ist natürlich anders als jetzt hier der Ton von dem Lavalier-Mikrofon selbst, das ist ganz klar, weil das Mikrofon auch eben weiter weg ist. Allerdings ist der Ton so wesentlich besser als der Ton halt eben über das integrierte Mikrofon von der Sony-Kamera ist. Es ist wesentlich direkter, wesentlich klarer etc. pp. Und da ist halt auch noch ein riesen Popschutz drumherum. Das heißt, also sieht man das hier eigentlich? Nee, auf dem Foto hier sieht man das gar nicht. Aber ich verlinke euch ja nach wie vor immer alle Produkte unten in der Videobeschreibung. Und da sieht man vielleicht auch bei den Produktbildern mit dabei, dass ein riesen Popschutz, also so eine riesige Dead Cat, sagt man dazu, außenrum. Und da kommen gar keine Windgeräusche, gar nichts durch. Also da, ja, da kann man absolut nichts falsch machen. Auch hier sind wir was vom Preis her, 30, 40 Euro oder was. Absolut in Ordnung. Und ich habe auch schon hier von Rode die ganzen Mikrofone getestet. Von Sennheiser hatte ich hier schon welche. Und ich bin wirklich der felsenfesten Überzeugung. Und ich werde hier nicht gesponsert von Boya oder so. Das ist nichts bezahlt. Sondern das ist einfach meine reine Meinung von den Sachen, die ich bisher halt so getestet habe. Ich bin übrigens gelernter Mediengestalter. Das heißt, ich habe eine ganze Menge getestet im Rahmen meiner Ausbildung. Und also was Sound betrifft, bin ich hier von Boya wirklich absolut überzeugt. Nope, also ich meine, da unten steht Dauerwerbesendung. Das liegt einfach daran, dass eben manche der Produkte, die hier auf meinem Tisch liegen, eben gesponsert sind. Also die habe ich von irgendwelchen Firmen kostenfrei zugeschickt bekommen. Aber auch da werde ich nicht gesponsert, irgendwie zu sagen, boah, das ist geil oder so, sondern ihr gehört immer frei meine Meinung, das ist mir wichtig. Aber hier war es halt einfach eben so, ich habe mir die Produkte selber gekauft. Also ich habe von Boya, ich habe noch nie in irgendeiner Form mit Boya in Kontakt gestanden, weder per Mail noch sonst irgendwo. Sondern ich habe die Produkte mir selber irgendwann mal gekauft. Ich habe, glaube ich, selber irgendwann mal irgendwo ein Video gesehen für das Lavalier-Mikrofon und habe mir gedacht, boah, nee, das kann doch nicht sein. So geil der Sound, weißt du, als gelernter Mediengestalter, der, keine Ahnung, Behringer, Sennheiser oder sonst was halt eben da, Rode und sonst was halt eben schon auch getestet habe. Hier Blue Yeti und, also, ne, sämtliche Mikrofone, die man so kennt eigentlich, die alle wesentlich teurer sind. Und dann habe ich da so ein YouTube-Video gesehen, tatsächlich bei jemand anderem zum Boya BY-MM1 und habe gesagt, nee, das ist fake, das kann nicht echt sein. Ja, und jetzt laufe ich seit 3 Jahren mit dem Mikrofon rum und das ist einfach nice. Und ja, was das betrifft hier, ich habe eben so ein paar kleine Tontests gemacht. Ein einziger Nachteil ist halt eben, ich habe das Mikrofon noch aktuell vielleicht ein bisschen blöd positioniert, weil ich nehme ja mit einem Atomos Ninja V, also das ist so ein Monitor, wo eine Festplatte hinten dran ist, und ich nehme direkt auf Festplatte halt eben in RAW-Footage auf, also in ProRes. Und das Mikrofon ist so leicht dahinter und da ist halt auch so ein kleiner Lüfter, aber nichtsdestotrotz, ihr habt ja eben so ein bisschen Ton gehört. Beziehungsweise, ja, so, ist
man hört vielleicht minimal im Hintergrund so ein leichtes Rauschen, weil halt eben der Lüfter relativ nah da dran ist. Aber ja, jetzt hört ihr auf jeden Fall wieder das Mikrofon. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich das Mikrofon jetzt habe laufen lassen, aber ich werde wahrscheinlich irgendwo eingeblendet haben. So, aber jetzt haben wir genug mit dem Mikrofon gemacht. Ich wollte es nur, wie gesagt, ganz kurz mal an der Stelle erwähnen, weil ist ja vielleicht für viele auch interessant, weil ich weiß, dass auch viele Mediengestalter tatsächlich hier meine Videos verfolgen, weil ich ja auch hin und wieder zum Beispiel auf der Adolf Reichwein Schule als so Gastauftritte, sage ich mal, habe, wo ich dann halt einfach ein bisschen was darüber erzähle, wie das so eben ist, als YouTuber zu arbeiten. Und das interessiert ja auch viele und die kaufen sich teilweise dann halt auch eben das Equipment, was ich verwende, und weil die die ähnliche Qualität haben wollen. Hier haben wir eines dieser besagten gesponserten Produkte, und zwar Dreamy Cordless Vacuum T30. Das ist ein Staubsaugerroboter, ist kein Staubsaugerroboter, sondern ein Akku-Staubsauger, so. Da gibt es verschiedene Aufsätze für, haben wir schon diverse Produkte vorgestellt. Also hier oben hat man quasi dieses Hauptding, wo hier hinten quasi der Akku dran sitzt. Es gibt meistens noch so eine Wallstation, wo das dann an die Wand dran kommt. Das hier ist der Staubsauger selbst, hier sitzt irgendwo der Motor drin. Und hier vorne kann man halt eben verschiedene Sachen dran docken. So hier, genau, hier sieht man das, hier kann man so drauf drücken. Kann man hier verschiedene Sachen dran docken. Hier zum Beispiel irgendwie so eine, mit so einer Walze unten, die sich dann, keine Ahnung, für Teppiche oder für Laminat oder sonst was gut eignet. Und hier steht auch 90 Minutes of Runtime. Also es kann das Ding, wenn er vollgeladen ist, wohl 90 Minuten verwenden. 150.000 RPM Highspeed Motor. 190 AW, ich meine, diese Daten sagen mir persönlich alle so ziemlich gar nichts, sage ich euch ehrlich, so wie es ist. Bei so einem Staubsaugerroboter bin ich eigentlich eher so derjenige, auspacken, aufladen, Dreck auf den Boden, probieren, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Dreamy ist meines Wissens nach ein Ableger von Xiaomi, also es ist quasi Xiaomi Dreamy oder so eine Tochterfirma, whatever, oder Kooperation, Arbeit, I don't know. Und daher bin ich eigentlich, brauche ich gar nicht großartig jetzt rumtesten, weil meistens diese Produkte gut sind. Ich habe auch schon von Xiaomi bzw. Dreamy und wie sie alle heißen, Konsorten, diverse solcher Geräte getestet und war eigentlich immer sehr, sehr, sehr zufrieden. Und auch mein Nachbar tatsächlich, der hat sich ab und zu mal das Ding ausgeliehen und hat auch gesagt, hey, die Dinger sind eigentlich mega cool, also du kannst eigentlich nichts verkehrt machen. So viel, wie gesagt, dazu. Ich packe das jetzt hier nicht nochmal unbedingt extra aus. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr unbedingt ein separates Review dazu wünscht. Muss ich mal gucken, aber wie gesagt, das ist halt ein Staubsauger. Ja, du hast verschiedene Dinge, es ist eigentlich immer wieder dasselbe Stecksystem und so. Vielleicht schreibe ich euch einfach auch nur mal in die Kommentare, wenn ich das Ding getestet habe, weil ein separates Video jetzt dazu, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, was hier eine ganze Menge Zeug. Es wird ein langes Video heute, stellt euch, also ich meine, ihr seht es ja wahrscheinlich schon, es wird ein relativ langes Video, schätze ich mal, so länger als sonst. Ich werde euch, weiß ich gar nicht, ob ich euch alles unbedingt verlinke. Ja, hier haben wir zum Beispiel so Chlortabletten für einen Pool. Ich habe mir ja jetzt einen Pool zugelegt, habt ihr vielleicht gesehen in der, auf meinem Kanal, wenn ihr meinen Kanal abonniert habt, habt ihr das bestimmt gesehen, dass ich einen, Pool, ich habe auch ein Video dazu gemacht. Ah, hier haben wir noch eine Rechnung. Wunderbar. Rechnungen ist immer dadurch, dass ich den Pool, den habe ich ja zwar auch zu privaten Zwecken gekauft, aber halt hauptsächlich auch, weil ich ein YouTube-Video darüber machen wollte. Also Firmenausgabe. Chlortabletten, Firmenausgabe. ist halt einfach so. So, was haben wir hier drin? Also ihr könnt euch das Video einfach mal anschauen, zu meinem Pool. 170 Euro hat das Ding gekostet, also unter 200 Euro auf jeden Fall. Ich bin super zufrieden, das Ding steht nach wie vor da. Das brauche ich, also das verlinke ich euch wahrscheinlich nicht. Das sind einfach hier so Nesquik, ist ja so verschiedene Sirups mir. Nesquik, so Schokosirup. Dann habe ich hier noch so für, so ich mag halt ganz gerne so Pancakes. Das hier ist so Caramel Flavor.
Und hier habe ich von derselben Marke nochmal Blueberry Raspberry Flavor. Diese Sirups hier habe ich tatsächlich, ich bin der festen Überzeugung, ich war ja mal, habe ja mal ein halbes Jahr in den USA gelebt. Und da war das so, da war ich bei IHOP, American House of Pancake. Und ich meine, das war diese Marke tatsächlich von den Sirups, die da standen. Da standen aber wesentlich mehr noch als diese zwei. Da gab es Butter und also ich glaube 7 oder 8 oder 9 oder 10 verschiedene Sirupsachen. Und hier habe ich noch Mukus, Toffee-Soße, whatever. Ja, weil ich einfach so ein paar Sirups haben wollte. Einmal ein bisschen was für einen Kaffee, ein bisschen was über die Pancakes, ein bisschen hier für einen Kakao oder so. Da mag ich tatsächlich lieber so ein Sirup-Zeugs. Ja, ist einfach schneller und löst sich schneller auf und ja, wollte ich einfach haben. Und deswegen, ja, das Herz hier will, was das Herz hier will, also wird es bestellt, so sieht's aus. Genau. Was haben wir hier drin? Es sind so viele Pakete. Ich glaube, die ganzen China-Pakete mache ich als letztes. Was haben wir hier? Ach, hier, stimmt, ja genau. Auch wieder eines dieser gesponserten Produkte. Und ich kann euch definitiv sagen, hierzu werde ich definitiv kein separates Video machen. Und zwar handelt es sich hier um ein Hair Clipper, Limural Hair Clipper. Also ich verlinke es euch unten auf jeden Fall. Gucken, Modell K11S. Ja, ich sage das jetzt hier auch nur, damit ich es dann später auf Amazon finde und euch richtig verlinken kann. Es ist halt eine Haarschneidemaschine mit so Aufsätzen. Keine Ahnung. Weißt du, das war halt sowieso, das war so eine Firma, ja, ich meine, sieht halt echt nicht schlecht aus. Oha, der ist sogar komplett so aus Metall und so. Sieht halt wirklich nicht schlecht aus. Sieht halt echt aus wie so eine professionelle Haarschneidemaschine aus dem Friseurbedarf, so irgendwie. Hier mit verschiedenen Aufsätzen. Die sehen eigentlich auch relativ gut verarbeitet aus. Hier, das ist jetzt zum Beispiel der 3mm Aufsatz. Ja, das Ding ist, ich habe ja aktuell den hauptsächlich von Xiaomi in Verwendung, im Einsatz, in Verwendung, keine Ahnung. Hier ist noch so ein, sogar so ein Friseur, so ein Kittel, ja, wie man beim Friseur hat, hier auch so ein Kamm und so ist noch mit dabei. Aufladekabel und so weiter und so fort. Finde ich eigentlich relativ nice, aber ich sage euch ehrlich, so wie es ist, das war so eine Firma, die haben mich angeschrieben, die hatten sonst im Repertoire nur Schrott und haben gesagt, hier, komm, such dir mal irgendwas aus, kannst du mal ein bisschen Werbung für uns machen, so. Und also der Rest war halt wirklich einfach nur, wo ich mir gedacht habe, boah, Bruder, wer braucht sowas? Also, ne, will ja da niemanden judgen, aber mich hat es halt einfach nicht interessiert von den anderen Produkten. Und das hier war so, wo ich mir gedacht habe, ja, so einen weiteren Rasierer. Ich meine, ich rasiere mir selber die Haare, ich rasiere mir selber den Bart. Und da so, ja, keine Ahnung, ein Backup zu haben oder so, wenn mal irgendwie mein Hauptrasierer kaputt geht. Oder vielleicht werde ich den auch einfach mal so probieren. Vielleicht ist der besser als den von Xiaomi, den ich aktuell verwende. Weil der von Xiaomi, den ich aktuell verwende, was hat der gekostet? 15, 20 Euro sowas in den Dreh rum, habe ich bei Banggood bestellt. Und keine Ahnung, was wird das Ding kosten? 30, 40 Euro oder so auf Amazon. Wie gesagt, ich verlinke es euch einfach mal unten. Guckt mal rein. Wenn das was für euch ist, wie gesagt, fragt mich einfach bei so kleinen Sachen, wo ich euch hier im Video schon sage, da werde ich kein separates Video zu machen, fragt mich da in den Kommentaren einfach mal, hier hast du das Ding mal getestet, wie findest du das so, dann schreibe ich euch einfach was dazu, falls euch das jeweilige Produkt dann interessiert, so, dann schreibe ich euch einfach kurz ein, zwei Sätze dazu und ja, ich denke mal, das Ding werde ich auf jeden Fall mal testen, mal gucken, was da so mit möglich ist und ja, weil ich mache halt meine Haare und mein Bart und so alles selber. Und ja. Ach, perfekt. Hier haben wir ja einen neuen Beamer. Gestern noch mit einem Kumpel drüber gequatscht, weil der hat gesagt, hier, du kriegst ja immer so Zeugs zugeschickt. Sag mal Bescheid, wenn du da irgendwie einen Beamer am Schlüssel hast. Ja, und zwar haben wir hier den Boommaker Cinemax 500, Cinema 500 Max, so heißt er, genau. Ein Full HD LED Projector. Ja, mit nativen Full HD, also wahrscheinlich 1920x1080p von der Auflösung. Wir haben hier WLAN mit dabei, 2,4 GHz und 5,8 GHz, Multitouch-Button, wir haben Bluetooth 5.0 und wir haben ein Low-Input-Lag. Ja, ein Low-Input-Lag ist auf jeden Fall nice. Ansonsten, was so Helligkeit, das sind ja, wobei, ich sage euch ehrlich, so wie es ist, diese Helligkeit bei diesen China-Beamern, was ja fast alle Beamer sind, die ihr irgendwo auf Amazon kaufen könnt, also
also selbst wenn ihr da jetzt irgendwie bei so bekannten Marken hergeht, viele davon werden halt eben trotzdem in China produziert, also sind alles irgendwo so in dem Fall China-Beamer. Hier wird uns wenigstens noch ja, transparenterweise angezeigt, wo das Ding produziert wird, und zwar in der Guangdong-Region, ja, in China ist es auf jeden Fall. Ja, hier haben wir sogar eine Adresse von dem Dings, in Shenzhen ist das. Ja, hier eine Adresse von dem Main Building. China 51 81 00, Shenzhen. War ich ja auch schon gewesen in Shenzhen, habe mir den vor Ort so ein paar Sachen angeguckt. Ist schon wirklich mega, mega nice und interessant, was da so alles produziert wird. Ja, aber was ich euch gerade sagen wollte, die Helligkeit, die meistens hier irgendwo angegeben wird, testet das einfach selber mal. Auch hierzu separates Video wird es wahrscheinlich nicht geben. Deswegen schreibt mich einfach mal an. Ich werde das Ding heute Abend wahrscheinlich mal testen. Es ist ja auch aktuell EM-Zeit. Preislich sind die Dinger hier auf jeden Fall top. Ansonsten, was ich euch auf jeden Fall direkt empfehlen kann, so das Ding packe ich euch unten in die Videobeschreibung, aber was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, und zwar, ich habe das damals noch als Abox-Beamer getestet, aber der Abox-Beamer hat inzwischen, also es gab ein Rebranding, es gab ja, ein Rebranding, die Marke heißt jetzt anders, aber das Gerät ist immer noch dasselbe. Schaut euch dazu einfach mal mein Video an. Ich habe so ein Video gemacht, Heimkino-Setups oder so, wo ich so drei verschiedene Setups miteinander verglichen habe. Und da habe ich die ganze Zeit von einem A-Box-Beamer, also A-B-O-X, so hieß die Marke früher. Mittlerweile heißt die Marke irgendwie Sinn, irgendwas. Also auf jeden Fall heißt die anders, aber das Gerät ist noch dasselbe. Ich habe das auch auf Deal Heroes nach wie vor verlinkt. Ihr könnt auch einfach auf Deal Heroes gehen, unten sind ja lauter Deal Hero Links, und könnt dort quasi bei Multimedia. Und dann steht da irgendwie Beamer und Leinwand oder irgendwie sowas. Und bei Beamer gucken, und dort findet ihr diesen A-Box-Beamer. Und der kostet unter 200 € auf jeden Fall. Oder ja, doch so um die 200 €, unter 200 €, so bei dem Preissegment ist der angesiedelt. Ist ein Full-HD-Beamer. Man hat eine super Fokussierung, ohne dass die Ränder halt irgendwie unscharf werden. Auch bei der Trapezkorrektur. Bei vielen günstigen Beamern hat man da halt eben die Probleme, dass an der Seite das halt irgendwie unscharf wird und nicht das gesamte Bild scharf ist. Der ist auch von der Lautigkeit, von der Lautstärke halt nicht so schlimm tatsächlich wie viele andere günstige Beamer. Das kann ich bei dem jetzt hier, weiß ich nicht, habe ich nicht getestet. Gucke ich mir heute Abend mal an. Wenn ihr explizit zu dem hier jetzt das wissen wollt, dann fragt mich das gerne in den Kommentaren. Aber zum A-Box-Beamer, wie gesagt, ich habe den auch schon vor 3, 4 Jahren, also ich habe den auch schon mehreren Freunden von mir privat empfohlen, weil das Ding ist halt einfach top und vom. Ja, Preis. Ich bin halt ein Fan von Preis-Leistung, ne? Das muss halt irgendwo stimmen. Und klar, der ist zwar auch schon etwas lauter, als wenn du jetzt so einen Beamer für 800, 900, 1000 € oder sowas kaufst, klar. Ein bisschen lauter ist er schon, aber minimal tatsächlich nur. Und theoretisch könnte man da jetzt einfach noch, keine Ahnung, für einen Zwanni noch einen günstigeren Lüfter kaufen, das Ding einmal aufmachen, reinbauen, zack, fertig. Ja. Aber, oh jawohl, geil, die Dinger sind da. Hier haben wir ja auch ein Kooperationsprodukt tatsächlich, und zwar so LED, 60 Watt LED Floodlight Scheinwerfer Dinger. Hier von der Marke Olafus. Die haben mir halt auch eine Mail geschrieben. Die kann man halt hier, ist 16 Colors und 4 Modes, also die kann man auch einstellen von der Farbe her, sind auch dimmbar und so, weil ich habe aktuell bei mir, da habe ich halt drüber nachgedacht, im Garten habe ich ja so ein, ja, einen riesen Grill und Kochstation mit Außenherd etc. pp. Und halt eine richtige Küche. Und da habe ich halt aktuell so einen LED-Stripe halt irgendwie einfach irgendwann vor 2, 3 Jahren mal hingehangen. Und der funktioniert natürlich aktuell nicht mehr. Das war nicht für Outdoor gedacht und so. Der ganze Controller, das hing alles im Freien und so. Das Ding ist hier extra für Outdoor gedacht. Ist dimmbar, sind 2 Stück. Die werde ich nachher einfach schön bei mir da dran montieren. Dann kann ich halt auch mal im Dunkeln, weil wir halt ganz oft auch mal irgendwann spät nachts grillen einfach, weil wir Bock dazu haben. Und dann. Ja, passiert das halt einfach mal, dass da ja man halt irgendwie mit dem Handy dann da aufs Fleisch leuchten muss, um zu gucken, ob das jetzt schon fertig ist oder so. Und wenn man dann aber so Strahler direkt halt da drüber hat, um das Fleisch einfach mal ein bisschen anzustrahlen und zu gucken, oh, okay, dann ist das deutlich entspannter. Und in der Zeit, wo man jetzt unbedingt nicht auf die Fleischfarbe oder sowas achten möchte, kann man das auch einfach, keine Ahnung, irgendwie in verschiedenen Modis anstellen, so ein bisschen Ambiente Light, so ein bisschen, keine Ahnung, Rot, Grün, whatever, irgendwelche Farben halt durchlaufen lassen, was dann halt irgendwie cool aussieht. Und dadurch, dass ich halt den Grill unter so einem Acryldach habe, hitzebeständig,
Würde das dann auch noch relativ cool aussehen. Durch diese indirekte Beleuchtung würde dieses ganze Dach vermutlich leuchten und so. Und bin mal gespannt, wie das aussieht. Werdet ihr wahrscheinlich in irgendwelchen zukünftigen Videos bei mir im Garten definitiv sehen oder vielleicht auch auf Instagram in irgendwelchen Stories. So, schauen wir mal hier rein. Ich merke, heute schon ist wieder so ein Video, wo ich mehr laber. Ich habe irgendwie... Oh, ein Buch. Ja. Denn ich habe hier so einen kleinen Plan, was ich so demnächst vorhabe. Weil dadurch, dass ich jetzt die letzten knapp 4 Jahre als YouTuber hauptberuflich arbeite, was echt mega geil ist und mega viel Spaß macht. Und ihr merkt ja auch hier schon in dem Video oder auch in anderen Videos. Ich bin ein Mensch, der sehr viel redet, sehr viel philosophiert, sich über Dinge Gedanken macht. Und ich glaube, das merkt man auch anhand der Topics von vielen Videos von mir oder von anhand der Gespräche, die ich vielleicht in etwas längeren Videos teilweise so einleite oder wie ich quasi gewisse Themen ja umgarne mit Worten sozusagen. Und auf jeden Fall habe ich mir überlegt, dadurch, dass ich als YouTuber auch neben meinem ganzen YouTube-Projekt hier noch ein bisschen Freizeit habe, würde ich ganz gerne erstmal mein Abitur nachholen. Da habe ich mir extra über das hessische Kultusministerium oder wie das heißt, keine Ahnung, habe ich mich informiert. Und es gibt da tatsächlich die Möglichkeit, das autodidaktisch von zu Hause zu machen. Einzige Voraussetzung dafür sind tatsächlich einfach nur eine abgeschlossene Berufsausbildung, 2 Jahre Berufserfahrung, habe ich sogar ein bisschen mehr als 2 Jahre, also in diesem Beruf auch tatsächlich, ne, 2 Jahre. Und also diese Tätigkeit jetzt selbstständig als YouTuber zählt da tatsächlich eigentlich nicht mit rein, aber ich habe auch tatsächlich 2 Jahre schon in Werbeagenturen gearbeitet, also das, von daher, ne, das habe ich. Und also Realschulabschluss braucht man, abgeschlossene Berufsausbildung und 2 Jahre Berufserfahrung. Irgendwas war noch, glaube ich. Nee, ich glaube, das war es tatsächlich. Und dann kann man ja selbstständig zu Hause mit den Lehrplänen halt eben, sieht man, was natürlich halt thematisch drankommt, kann man sich selber das Ganze beibringen. Und wenn man sich dann fit für die Prüfung fühlt, kann man sich dann einfach für die Prüfung anmelden. Dann wird einem jetzt hier im Fall, also in Hessen, wird einem dann irgendeine Schule in Hessen zugewiesen, so wie das halt eben gerade passt. Und dann kann man dort, muss man 200 € bezahlen für die Prüfung und dann kann man die Prüfung dort abschließen. So, und dann hat man sein Abitur. Finde ich mega gechillt und das möchte ich auf jeden Fall noch nachmachen, bevor ich dann anfange tatsächlich eventuell zu studieren. So, ich sage euch auch im Vorfeld, ich nehme das Ganze gar nicht so ernst. Mir geht es da nicht darum, irgendwelche bestimmten Abschlüsse zu erreichen oder irgendwas. Ja, mir geht es nicht um etwas zu erreichen. Ich mache das einfach so für mich, weil ich Bock darauf habe, so für nebenbei. Und wenn ich dann halt nicht in, weil das, was ich jetzt gleich sage, dauert 6 Semester. Und wenn ich das nicht in 6 Semestern schaffe, dann ist mir das relativ Wayne, weil ich das eh nur so für nebenbei mache, so weil ich Bock drauf habe. Und zwar habe ich eventuell vor, tatsächlich Philosophie zu studieren, weil ich das cool finde. Einziges Manko, was ich da für mich noch selber habe, ich habe ein Problem mit viel Text lesen, der für mich eigentlich sinnlos ist, in Anführungszeichen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie so ein Technikproblem habe, ja, hier, wie funktioniert der Beamer, wie kriege ich das hier angeschlossen, wie kann ich mein Smart Home programmieren, bla 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 bla, dann ist das alles Text, den ich dort lese im Zusammenhang mit einer, mit etwas, was ich wissen möchte, also mit Wissen, was ich mir aneignen möchte, um ein aktuelles technologisches Problem, das ich habe, etwas, was ich umsetzen möchte, um quasi dort an mein Ziel zu kommen. So, das, so habe ich halt bisher immer gedacht. In diesem Zusammenhang habe ich gerne Texte gelesen, weil ich einen unmittelbaren Benefit aus diesem Text ziehen konnte. Ja, weil ich dann entweder ein Problem, was ich hatte, lösen konnte oder weil ich ein Ziel, was ich erreichen wollte, dadurch erreichen konnte. Das Wissen unmittelbar einsetzen konnte. Dementsprechend habe ich halt früher auch in der Schule immer gecheatet, keine Ahnung, Rennschwein, Rudi, Rüssel, Löcher, Krabbert, ja, diese typischen Bücher, die man in der Schule liest. Ich habe beschissen, also ich habe hier YouTube mir die ganzen Hörbücher angehört und so. Die Lehrer haben alle immer geglaubt, dass ich die Bücher tatsächlich gelesen habe. Faktisch habe ich nicht wirklich eine einzige Seite aus diesen Büchern jemals gelesen. Demnach habe ich mich im Endeffekt selbst beschissen. Ich kann sehr schlecht lesen, also ich stotter beim Lesen. Ja, ich habe mir hier ein Buch bestellt, so, dass wir es halt, ne, dass ihr auch mal seht, um was es geht. Und zwar von Richard David Brecht. Der ist, studierter Philosoph, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und mir gefällt die Art und Weise, wie er spricht. Die Art und Weise, wie er Wörter, mit Wörtern ein Bild malt. Das ist einfach so ein... Das finde ich gut, dass, wie der das macht. Das gefällt mir. Und deswegen habe ich mir von ihm jetzt hier ein Buch bestellt. Das hat mir tatsächlich meine Psychologin empfohlen.
Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Eine philosophische Reise. So, damit ich halt einfach mal so einen kleinen Einstieg habe. Und ne, das ist jetzt ein Buch mit ja, knapp 400 Seiten im Taschenbuchformat. Andere Leute, die lesen das wahrscheinlich, keine Ahnung, innerhalb von einer Woche weg. Ich bin froh, wenn ich das innerhalb von einem Jahr schaffe. Sage ich euch so, wie es ist. Ich werde euch, keine Ahnung, zwischendurch vielleicht mal ein Update geben. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal ganz kurz, jetzt einfach so, ich blätter mittendrin hier einfach auf und lese jetzt einfach mal vor, damit ihr den aktuellen Ist-Zustand habt. Und ja, es wird jetzt ein bisschen peinlich für mich, aber das ist mir relativ egal. So. Lieber ein unzufriedener Sokrates als ein glückliches Schwein. Doch wenn Geist höher zu bewerten ist als rein körperliche Freude, dann ist der mir reichlich Geist. Dann ist der mit reichlich Geist begabte erwachsene Mensch eine wertvollere Sache als etwa ein Neugeborener oder ein Pferd. Und nur ein komplexer Mensch wäre dann eine Person. Eine spätere Generation von Utilitar... Digga, das sind aber halt auch echt scheißschwere Wörter. Also da, ich muss wirklich da echt noch an mir arbeiten. Ich bin, was Logik betrifft, was Verständnis und keine Ahnung, wenn ich jetzt mit jemandem ein Gespräch führe oder so, was Wort und sowas betrifft, ja, einfach nur das reine Reden, ja, finde ich, habe ich doch schon einen relativ großen Wortschatz. Das Problem ist, dass ich halt diesen Wortschatz auch nur durch Hören und Sagen gelernt habe und niemals durch Lesen. Aber ich mache trotzdem mal jetzt ganz kurz weiter, dass ihr vielleicht, es gibt auch Passagen, wo ich besser lese. Das ist jetzt halt bis jetzt halt echt noch schlimmer als, ja. Bin auch gerade ein bisschen aufgeregt, weil ich das hier definitiv nicht schneiden werde. Und sonst habe ich halt die Möglichkeit oder, ja, nehme ich mir die Möglichkeit einfach raus, das zu schneiden, wenn ich mal irgendwie Scheiße vorlese oder so. Aber jetzt, ihr sollt es ja einfach mal kurz mitbekommen. Eine spätere Generation von Utilitaristen. Eine spätere Generation von ich weiß nicht mal, was das Wort bedeutet. Utilitaristen bedeutet... Ich lese nämlich Wörter nicht Buchstabe für Buchstabe, sondern als Wort, als wäre es ein Bild. Ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Problem von mir. Sie berücksichtigte nicht nur die elementaren Wünsche von Lebewesen, sondern sie bewährte die komplexen menschlichen Wunschvorstellungen viel höher. So hoch, dass sie unbedingt berücksichtigt werden müssen. Die Richtung nennt sich Präferenzutilitarismus und nahezu alle modernen Nachfolger Bentamas rechnen sich ihr zu. Für Utilitaristen, die hochentwickelte Präferenzen, Wünsche und Absichten berücksichtigen, darf niemand eine Person, auch nicht Tante Bertha, töten. Jedenfalls nicht, solange sie den dringenden Wunsch hat, am Leben zu bleiben. Embryonen dagegen haben keine komplexen Absichten und Wünsche. Vermutlich haben sie einen Instinkt, am Leben bleiben zu wollen. Aber das unterscheidet sie nicht von Salamandern. Für Präferenzutilitaristen gibt es bei einem Embryo der Fötus deshalb nichts, das seine Tötung unter allen Umständen verbietet. Gewiss haben Föten ab einer bestimmten Entwicklungsstufe ein Bewusstsein, aber das haben in ähnlicher Form auch Schweine und Rinder, die wir gleichwohl töten, um sie zu verspeisen. Ein Selbstbewusstsein im Sinne komplexer Absichten und Wünsche aber liegt bei Föten unseres Wissens nicht vor. Daher gelte der Grundsatz, ein Fötus darf prinzipiell auf jeder Stufe seiner Entwicklung getötet werden, jedenfalls dann, wenn es das Leiden der Mutter entschieden mindert oder ihr Glück erheblich vermehrt.
Ist auch ein echt schwieriger Schinken, aber das habe ich mir absichtlich auch so rausgesucht, beziehungsweise, wie gesagt, ich bin in psychologischer Behandlung, was meinen Narzissmus betrifft. Ist ja vielleicht auch kein Geheimnis, wissen jetzt vielleicht auch noch ein paar mehr Leute, was ich ganz gut finde. Und auf jeden Fall hat mir das meine Psychologin empfohlen. Ist ein ziemlich schwerer Schinken. Ich werde das auf jeden Fall mal lesen, um eben den Defizit, den ich mir selbst über die Jahre aufgebaut habe, ein bisschen entgegenzuwirken. Und ich finde es auch überhaupt gar nicht peinlich, mich jetzt hier hinzustellen und euch zu zeigen, wie scheiße ich lesen kann, weil, ey, das ist halt nun mal eine Schwäche, die ich habe. Viele Leute kommen auf meinen Kanal, weil sie halt auch gewisse Dinge nicht wissen, die sie dann vielleicht wissen wollen durch die Videos, die ich ihnen halt hier zeige. Und dementsprechend finde ich das absolut nicht schlimm. Und vielleicht wird es ja in ein paar Jahren dann besser, wenn ich, ne, mir das selber. Das ist etwas, was man lernen kann. Ne? So, machen wir weiter. So, hier haben wir dann eine weitere Laserbrille. Ich habe euch ja letztens schon vorgestellt, ich habe ja eine Laserbrille auch von derselben Marke. Hier, jetzt haben wir wieder diese MCW Laser Solution. Ich habe mir eine Laserbrille einmal für meinen CO2-Laser besorgt und hier habe ich noch eine Laserbrille für einen Faserlaser, weil ich halt mit diversen Lasern in Zukunft noch eben zu tun haben werde und dementsprechend mir gedacht habe, es macht schon Sinn, da entsprechende Schutzvorkehrungen schon vorab einzuleiten, weil ich habe nur die zwei Augen und ja, die würde ich gerne noch eine Weile benutzen. Ach hier, auch so ein Ding, auch so ein Ding. Und zwar, also bevor jetzt hier irgendwelche Leute irgendwas in die Kommentare schreiben, das ist illegal, bla bla bla, schaut euch das Video von Marvin Wildhage an. Ich gehe hier auch journalistischen Tätigkeiten nach, deswegen darf ich das. Und ich mache das, weil ich einen Missstand auch, ja, was heißt aufdecken, aber ich möchte das in meine Community auch streuen, dass es da einen Missstand gibt, weil ich das unter aller Sau finde, dass das möglich ist. Und zwar, ich habe mir hier einfach auf eBay, ich verlinke euch das aber tatsächlich nicht, ich habe mir das auf eBay, also jeder von euch, also der eine Tastatur und eine Maus besitzt und einen Computer besitzt und da irgendwie bei eBay was eingeben kann, der wird das finden. Und ich finde das einfach nur unter aller Sau, dass man das überhaupt kaufen kann. Liebe WHO, Weltgesundheitsorganisation, ja, World Health Organization. Was soll das? Was soll das? Warum kann ich die Dinger bei eBay bestellen? Blanko. Original. Die sind nicht irgendwie gefälscht. Das ist nicht irgendwie ein anderes Papier oder so. Das ist original. Das sind die hier vom Deutschen Grünen Kreuz, da stand sogar Herausgeber Deutsches Grünes Kreuz etc. pp. Das sind originale Impfausweise, Impfpässe. Ja, hier internationale Bescheinigung über Impfungen und Impfbuch. Hier. So, und jetzt sind wir mal ehrlich. So ein Stempel, ja, von irgendeinem Arzt oder sonst was. Ich meine, klar, ne, ich will niemandem hier zu Urkundenfälschung aufrufen. Auf gar keinen Fall. Das hier ist übrigens auch noch nicht illegal. Also ihr dürft die Dinger theoretisch einfach kaufen, solange ihr da jetzt nicht irgendwie einen Namen oder sonst was draufschreibt oder hier irgendwelche Stempel fälscht, Aufkleber reinklebt, die ihr gar nicht, ne, solange ist das noch nicht illegal. Aber von hier zu einem absolut super gefälschten Impfausweis zu kommen, ja? Also von diesem Stadium, von einem rohen, ja, Blanko-Impfpass bis hin quasi zum perfekt gefälschten Impfausweis von wegen, ja, ich bin schon gegen Corona geimpft, ja, zu kommen, ist meiner Meinung nach viel zu fucking einfach und das darf nicht sein. Diese ganzen Impfschwurbler und Vollidioten, die Corona anzweifeln und sonst was für eine Scheiße, ja, die haben hier leider die Möglichkeit, durch so ein Shit, ja, was heißt die Möglichkeit? Digga, das ist eine Gefahr. Das ist eine verdammte Gefahr. Was ist, wenn irgend so ein Vollidiot, so ein Vollhorst, ich will mich nicht jedes Mal impfen lassen, bevor ich irgendwie zum Friseur gehe. Nee, nicht impfen lassen. Ich will mich nicht jedes Mal testen lassen, bevor ich zum Friseur gehe. Ich will mich nicht jedes Mal testen lassen, bevor ich irgendwo ins Restaurant gehe. Bla 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 bla. So ein richtiger, ah, so ein Mensch, der einfach nur verprügelt gehört. Ja, wenn so ein Vollidiot sich also verprügelt gehören nur die Leute, die dann den nächsten Schritt machen. Ja,
dann hergeht und sagt, ja, ich mach das ganz einfach, ich habe keinen Bock, mich impfen zu lassen, ich besorge mir einfach so einen Impfausweis und dann fälsche ich mir das und dann schreibe ich da meinen Namen rein, weil, und das ist nämlich das Traurige, Deutschland, was läuft verkehrt hier, ja? Hier kommt so ein kleiner Aufkleber drauf, ja? Und dann kommt ein Stempel darüber und irgendwie so eine Unterschrift von irgendeinem Arzt. So eine Unterschrift von irgendeinem Arzt ist im Grunde genommen einfach nur, ja, das kann jeder Fünfjährige. Das ist das Punkt 1. Punkt 2 ist so ein Stempel, ja, das sind einfach teilweise nur so ein Datumsstempel. Da gibt es auf Amazon diese Dinger, wo man das einfach so verstellen kann und zack, hast du einen Stempel. Oder halt eben, ihr habt selber schon gesehen, auf meinem Kanal habe ich das Video gemacht, wie man sich einen Stempel selber macht, eben mit einem CO2-Laser. Auch das, der günstigste CO2-Laser, den ich jetzt kenne, das ist ein 40-Watt-Laser, der K40. Das Ding kostet 400 Euro, 350 Euro, keine Ahnung. Relativ günstig, wobei das auch mit Diodenlasern funktioniert. Und die Dinger gibt es teilweise schon für 150, 200 Euro. Also, oder man kennt irgendwie einen oder man kann sich auch einfach Online-Stempel machen lassen für 20, 30 Euro, keine Ahnung. Und zack, hast du einen Stempel von irgendeinem Arzt. Bam, machst du dir einfach nach. Und dann machst du das da drauf, kritzelst irgendwas drunter und die Aufkleber von den Impfungen, und das ist das Allerpeinlichste, diese Aufkleberchen von den Impfungen sind nichts weiter als scheiß verdammt normale Etiketten, die man, bei Amazon gibt es so Etikettenbögen, ja, Etikettenaufkleberbögen, die man in jeden normalen Drucker reinmachen kann, wo dann einfach nur irgendwelche komischen Abkürzungen steht. Das heißt, wenn man irgendjemanden kennt oder einfach auf Google mal guckt, wie sieht denn der Aufkleber von so einer SARS-CoV-2-Impfung aus, wie sieht der BioNTech-Dings aus, wie sieht der AstraZeneca-Aufkleber aus, whatever. Und dann kann man sich das theoretisch einfach selber mit so einem scheiß Bogen, den man auf Amazon gekauft hat, Dings machen und dann klebt man das da rein. Es ist viel zu einfach, so eine Scheiße zu fälschen. Ja, und Marvin Wildhager, ich guck mal, dass ich euch vielleicht das Video auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinke von Marvin, weil der hat das halt ein komplettes Video zu der Thematik gemacht und hat auch schon eine Mail an die WHO geschrieben. Ich werde da auch nochmal eine Mail hinschreiben und vielleicht der ein oder andere von euch kann da auch nochmal eine Mail hinschreiben, weil das sind so Dinge, die dürfen nicht sein. Ich meine, jetzt seit letzten Donnerstag gibt es zwar jetzt wohl auch den digitalen Impfausweis, aber ich fordere, dass nicht nur der digitale Impfausweis jetzt besteht, sondern ich fordere, dass dieses Ding einfach komplett abgeschafft wird oder die Aufkleber irgendwie mit Sicherheitsmerkmalen oder dass, wenn es so eine Papiervariante geben muss, dass die mit irgendwelchen Sicherheitsmerkmalen am liebsten noch irgendwie gar nicht so, sondern vielleicht einfach im Scheckkartenformat, wo dann einfach das irgendwie ausgelesen werden kann, international, whatever, wo dann irgendwie so ein, weiß ich nicht, was einfach sicherer ist, weil da, Leute, das darf nicht sein. Oder es muss halt einfach wirklich darauf geachtet werden, dass die Dinger nicht bei eBay verkauft werden dürfen. Irgendwie, das kann nicht sein. Das, also, einfach nicht in Ordnung. Ja, wollte ich hier einfach mal kurz anmerken. Vielleicht mache ich da auch nochmal ein separates Video zu. Wenn ihr Bock darauf habt, schreibt es in die Kommentare. Schreibt vielleicht auch ein paar Ideen dazu, wie ich so ein Video aufbauen könnte. Vergesst es, ich werde nicht so ein Ding in diesem Video dann live fälschen und euch zeigen, wie ich das machen würde oder so. Auch wenn das meiner Meinung nach eigentlich sehr cool wäre und irgendwie so im Sinne von, das müsste ich dann vielleicht mit einem Anwalt abklären, ob ich das dürfte oder so, keine Ahnung. Aber ich würde es halt cool finden, damit zeigen zu können, wie erschreckend einfach das wäre. Ich habe es euch jetzt so ungefähr gesagt, wie ich es machen würde, wenn ich es machen würde, was ich nicht tun werde, denn ich bin tatsächlich echt geimpft. Ja. Die erste Impfung habe ich schon, mein Original-Impfpass liegt noch bei meinem Hausarzt, weil den bekomme ich erst wieder nach der zweiten Impfung. Aber die kriege ich jetzt auch nächste Woche tatsächlich. Und ja, schreibt mir ein paar Ideen unten rein, so vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kann ich da ja auch mit meinem Anwalt mal quatschen, so was in Ordnung wäre, was nicht in Ordnung wäre oder so. Das ist in Ordnung, das weiß ich, weil ich habe ja jetzt nichts damit gemacht, das ist ja keine Dokumentenfälschung, das ist ja einfach nur ein Blanko, was ich bei eBay ganz legal gekauft habe, was jeder sich kaufen darf und kann und was er aber nicht tun sollte, weil es ist, also
Ich finde, es war jetzt auch trotzdem wichtig, darauf aufmerksam zu machen, weil ich glaube, desto mehr YouTuber eben auf diesen Umstand, auf diesen misslichen Umstand aufmerksam machen, desto eher bekommt die WHO davon mit und desto eher wird da mal irgendwas gemacht, dass diese eBay-Seller, dass da irgendwie gegen vorgegangen wird, dass sie das nicht verkaufen dürfen oder dass nur noch der digitale Impfausweis irgendwie akzeptiert wird oder dass der komplett abgeschafft wird. Irgendwas muss passieren. Und ich glaube, desto mehr YouTuber darauf aufmerksam machen, desto besser ist es. So, und ich, auch wenn ich nur eine kleine Reichweite habe, habe jetzt meinen Teil dazu beigetragen. So. Oh, nice. Hier auch wieder richtig cooles Ding. Das wurde mir zugeschickt hier von Holy Land for a Better View. Und zwar Holy Land Mars 400S Pro. 400 Feet HDMI plus SDI Wireless Transmission System. Also hiermit kann ich quasi kabellos HDMI übertragen, was echt mega geil ist. Das heißt, ich kann einfach zum Beispiel in einem Livestream-Moment, ich kann diese Kamera jetzt hier quasi einfach in einem Livestream-Moment draußen durch den Garten oder sonst irgendwoher durch, ne, so rumtragen und trotzdem quasi live das Ganze über eine Capture Card in meinen Rechner reinstreamen. Also im Livestream. Ihr kennt ja zum Beispiel hier dieses Camp da, was, wie hieß, dieses Angelcamp, das war ja relativ erfolgreich von Knossi und so, dieses Angelcamp. Da hatten die auch portable Kameras und da werden die auch eine ähnliche Technik wie sowas hier eingesetzt haben. Das heißt, es wurde irgendwo, stand ein Rechner, der das Ganze gestreamt hat und da war dann halt ein Empfänger, ein HDMI-Empfänger oder irgendwie ein Empfänger auf jeden Fall dran, der dann quasi von der Kamera Bild und Ton übertragen bekommen hat und dort wurde das Ganze dann quasi in Streamlabs OBS oder in OBS oder mit welchem Programm auch immer die gestreamt haben, eingespeist über eine Capture Card wahrscheinlich. Und hiermit kann man sowas halt machen. Das heißt, ich kann mir das HDMI-Signal, was von meiner Kamera übertragen wird, aktuell nehme ich ja auch das HDMI-Signal in den Atomos Ninja V rein und dort nehme ich das Ganze dann quasi halt direkt auf Festplatte auf. So, jetzt könnte ich aber einfach hergehen und könnte diesen Atomos Ninja V hier irgendwie unten in meinem Studio liegen lassen. An meine Kamera mache ich dann einfach nur so ein Ding hier dran, verbinde das einmal mit dem Atomos Ninja V hier unten im Studio liegend und einmal mit meiner Kamera, also den Sender und den Empfänger, ne? Empfänger quasi an den Bildschirm, also ne, an den Atomos und den Sender an die Kamera und dann laufe ich oben im Garten rum und trotzdem wird das hier unten aufgezeichnet. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein separates Review zu machen, weil ich das einfach interessant finde, so von der reinen Technik her. Und ja, jetzt gucke ich mal hier an der Seite noch rein. Da haben wir nochmal so ein bisschen Papierkram hiervon. Weiß nicht, ob das eine Rechnung ist oder nur der Invoice oder whatever. Was haben wir hier denn so drin? Also das Ding hier brauche ich auf jeden Fall nicht, das weiß ich. Und was haben wir hier drin? Okay. Nice. Brauche ich aber auch nicht. Also das kann auch wieder weg. Das kann alles weg. That's a fact. Also, es sind bis jetzt schon relativ coole Sachen. Ey, das Video wird übelst lang. Also, das wird tatsächlich nur was für wirklich eingefleischte TechPack-Opening-Gucker. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass nicht alle unbedingt das ganze Video gucken. Das ist schon echt lang. Also, was ist denn das? Es ist einmal eingepackt in so einem Ding und dann nochmal separat. Nochmal. Ich muss nur gucken. Ich will hier nicht irgendwie innen drin irgendwas kaputt. Oh, das wäre. Oh, das war ganz schön knapp hier. Hier habe ich mir so ein paar Kabel bestellt. So, ey, die sind aber ganz schön kurz, ey. Krass. Aber so kleine Mini-Kabel. Hier sind wahrscheinlich auch einfach genau die gleichen drin. Nee, hier ist was anderes drin. Ist das der Mini-Bildschirm? Oh geil, dann könnte ich an dem Miniatur-Smart Home weitermachen, wenn das ist, was ich denke. Ich habe ja momentan relativ viele Projekte am Laufen, gleichzeitig, wo ich nebenbei simultan für aufnehme. Was ist denn das jetzt hier? Guck mal ganz kurz rauf. Oh shit, der ist ja noch kleiner, als ich dachte. Das ist tatsächlich hier dieser Miniaturfernseher. Alter, der ist ja voll klein. ...65.000 Farben?
Ey, der ist ja scheiße klein. 0,96 Zoll. Das ist ein kleiner Fernseher, den ich in der Hand habe. Also da muss ich mir irgendwie vielleicht Gedanken machen. Vielleicht kann ich da tatsächlich den aktuellen. Da muss ich mir noch irgendwie so ein Lasermodell dingsen und dann kommt das da irgendwie dran und dann muss ich noch gucken, wie ich das dann steuern kann mit. Ey, das ist ja aber mega geil, ey. Das ist mega der kleine Fernseher. Der ist so groß wie mein Daumen. Wie mein Daumen. Ey, mega nice. Also da, geil. Der hätte auch eigentlich ein bisschen größer sein können, so vom Ding her. Aber ja, so ist halt teilweise vielleicht sogar noch geiler. Mal gucken. Übrigens an alle Leute, die immer noch dabei sind, schreibt mir mal wirklich unten in die Kommentare, wenn ihr bis zum Ende ausgehalten habt, wenn ihr bis zum Ende wirklich geguckt habt. Würde mich echt mal interessieren. Bitte auch wirklich alle Leute, die bis zum Ende geguckt haben. Selbst wenn ihr jetzt gerade nicht eingeloggt seid oder so, loggt euch bitte in euer YouTube-Account ein. Schreibt mir mal in die Kommentare, ich habe das ganze Video gesehen. Aber nur, wenn ihr das ganze Video gesehen habt. Ein bisschen so ab und zu mal vorskippen oder so, wenn ihr merkt, okay, der hat sich jetzt in irgendeinem Thema kurz verfangen. Ist auch noch in Ordnung. Aber schreibt dann einfach mal, oder schreibt es dann einfach kurz rein, wenn ihr ein bisschen durchgeskippt habt. Ist auch in Ordnung. Würde mich interessieren. Hier habe ich nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Stück. So kleine Node-MCUs bestellt. Welche Version das jetzt hier ist, weiß ich gar nicht. Hier doch oben steht Version 0.1. Da gibt es verschiedene Versionen von. Die sind alle geil. Ich feiere die Dinger. Die benutze ich halt ganz oft gerne als so Arduino-Microcontroller. Damit habe ich zum Beispiel auch bisher das bisherige Miniatur-Smart Home umgesetzt, was ich quasi mit WS2812B LED-Stripes, also quasi Addressable LEDs, umgesetzt habe. Die Steuerung funktioniert halt komplett über so eine Node-MCU und eben damit habe ich auch vor, sowas hier zu steuern. Das sollte auch irgendwie machbar sein. Ja, hier so ein bisschen Kabelgedöns und sowas kann man immer für sowas gebrauchen. Jetzt habe ich hier noch so ein Package. Das habe ich alles übrigens bei AliExpress bestellt. Früher habe ich davon abgeraten, solche Dinge bei AliExpress zu bestellen. Mittlerweile mache ich das wieder. Oh, geil. Oh, nice. Oh, das ist auch cool, dass das jetzt da ist. Weil ich will auch noch so einen kleinen Miniatur-Staubsaugerroboter bauen. Ist quasi, ihr müsst euch vorstellen, der Boden ist quasi, hier habt ihr das, so drei Wohnungen halt einfach und die obere Wohnung ist quasi unten hohl. Das heißt, ich kann unter dem Bodenbrett habe ich einen Neodym-Magneten gepackt und obendrauf halt eben auch. Und wenn ich unten den Magneten bewege, bewegt sich der halt obendrauf auch. Das heißt, obendrauf kommt einfach so ein Modell von einem Staubsaugerroboter und wenn ich quasi den Magneten unten bewege, dann fährt der Staubsaugerroboter oben. Und dafür habe ich mir hier unten so kleine Servomotoren jetzt hier bestellt, die ich halt eben auch über so einen Microcontroller ansteuern möchte, die dann vielleicht durch einen kleinen Verlängerungsarm sozusagen das immer so ein bisschen im Kreis halt eben drehen lassen, den Neodym-Magneten unten und dadurch quasi automatisiert oben den Staubsaugerroboter fahren lassen. Und das Ganze wird dann auch komplett Alexa-steuerbar quasi gemacht, also dass ich mit einer echten Alexa sozusagen dieses Miniatur-Smart Home komplett steuern kann. Also quasi schalte Miniatur-Staubsaugerroboter ein und zack fährt das Ding plötzlich da rum. Schalte Miniatur-Fernseher ein und zack geht das plötzlich an mit irgendeinem Video, was ich dann vorher irgendwie mir ausdenke oder so. Oder vielleicht schaffe ich sogar komplett irgendwie einen Fire TV-Stick irgendwie so da drauf zu schalten, vom Bild her, sodass man, keine Ahnung, was, ne, je nachdem, wie krass ich das umsetzen werde oder wie viel Zeit und Liebe ich da reinstecken werde. Aber irgendwann möchte ich das Video auch fertig haben, also ja, mal gucken, was ich da so mache. Ja, hier habe ich noch so ein paar, ja, einfach so Schlüsselanhängerringe. Kann man immer mal haben, so, weil ich mache ja auch ganz viel Maker-Stuff und so. Und ja, dafür. Was haben wir hier drin? Ach, jawohl, jetzt habe ich auch die blauen Karten. Ich habe schon schwarze, goldene und ich glaube nur schwarze und goldene Karten. Und jetzt habe ich auch so blaue Karten. Das sind so ja, Aluminiumkarten, die halt eben eloxiert sind. Und ich kann halt eben mit meinem CO2-Laser diese Elox-Schicht quasi abtragen und sozusagen hier reinlasern. Und dann könnte ich quasi ja, Laser-Visitenkarten oder sowas machen. Werde ich auch noch mal ein separates, also nicht jetzt dazu extra ein separates Video, aber ich werde halt ein separates Video machen, welche Materialien ich so laser oder in den Laser reinschmeiße. Und da werden die Dinge auch auf jeden Fall drin vorkommen. Jo. Hier, das ist glaube ich etwas, was ich von TomTop geschickt bekommen habe. Ja, ich glaube schon.
Genau. Oha, das ist sogar so eine Aluminiumflasche, krass. TomTop hat mich nämlich halt auch angeschrieben, weil ihr wisst ja, ich werde von Gearbest gesponsert, ich werde von Banggood gesponsert. Manche eBay-Händler, manche Amazon-Händler, manche AliExpress-Händler und so schreiben mich halt auch hin und wieder mal an und wollen halt irgendwelche Sachen mir zuschicken. Aber jetzt hat TomTop halt auch mal an die Tür angeklopft und hat gesagt, hier du, warum machst du eigentlich immer nur Werbung für die anderen? Mach doch auch mal Werbung für uns. Und dann sage ich, naja, ich mache halt nur Werbung kontinuierlich für die Firmen, die mir halt auch irgendwelche Sachen zuschicken, die ich halt gerne mal auf meinem Kanal vorstellen würde. Ich mache ja nicht einfach so Werbung für die Leute so. Und ich habe ja halt eine Preisvergleich-Webseite, wo ich halt auch immer gucke. Und ich habe auch denen ganz klar, klipp und klar geschrieben, ey, sorry, viele Produkte sind bei euch halt eben nur mal ein bisschen teurer als bei anderen Firmen, also als bei Banggood oder bei Gearbest oder bei eBay oder Amazon teilweise sogar. Und deswegen, ja, ne, habe ich da halt bis jetzt nicht so gemacht. Aber ich werde in Zukunft, wenn ihr mir jetzt mal ein paar öftere mal Sachen zuschickt oder so, werde ich mal darauf achten, dass ich halt öfter halt auch mal schaue, okay, was kosten die Sachen dann bei euch? Oder vielleicht auch, wenn sie teurer sind, trotzdem die Sachen einfach mal mit in die in den Preisvergleich mit reinzubringen. Für die Leute, die gerne bei TomTop bestellen möchten. So, ist ja auch kein Thema, aber bisher war halt meine Erfahrung so, okay, viele Produkte sind dort einfach teurer gewesen, sage ich euch auch hier transparent, so wie es ist. Und die haben mir jetzt halt hier einmal so ein 1 Liter Resin-Ding hier zugeschickt, Plant-Based Resin, welche Farbe ist das jetzt hier, keine Ahnung, Gray, Grau, graues Resin kann man immer gebrauchen, nice. Und ja, dazu wird es jetzt demnächst noch einen Creality 3D-Drucker, so einen Resin-3D-Drucker geben. Und den werde ich dann in einem separaten Review testen. Und ich habe den aber auch klipp und klar gesagt, ich werde das ganz normal zu Deal Heroes verlinken, so wie ich das immer mache. Das heißt, ich werde schauen, wo gibt es diesen Creality 3D-Drucker aktuell am günstigsten zu kaufen. Wenn er bei eBay am günstigsten ist, dann wird eBay ganz oben stehen. Wenn er bei Amazon am günstigsten ist, dann wird Amazon ganz oben stehen. Wenn er bei Banggood oder Gearbest am günstigsten ist, dann halt eben entsprechend das. Weil ich möchte diesen Benefit einfach nicht für meine Community aufgeben. Ich möchte, dass ihr, ja, das ist eine, Deal Heroes ist eine Community-basierte Preisvergleich-Webseite. Das heißt, jeder von euch hat aktuellen, Zugriff in Anführungszeichen auf die Webseite selbst. Das heißt, wenn ihr mir über das Kontaktformular sagt, hey, passt mal auf, den und den 3D-Drucker, den habe ich aber da und da günstiger gesehen, dann schickt ihr mir den Link dazu einfach zu und dann schaue ich mir das an, guck, überprüf nochmal, dass da auch wirklich keine versteckten Zollkosten, whatever, alles irgendwie so mit drin ist und oder Versandkosten oder so. Und wenn dem tatsächlich so ist, dann werde ich den Link, wo es günstiger ist, halt eben auch in das in die Webseite integrieren. Weil ich sage euch ehrlich, so wie es ist, Deal Heroes besteht zu 100% aus Affiliate-Links. Das heißt, egal ob ihr jetzt bei Amazon, Gearbest, Banggood, eBay, AliExpress, TomTop, sonst wo kauft, ja, hier auch bei Alternet oder Otto oder Mediamarkt, Saturn, auch dorthin habe ich verlinkt teilweise bei manchen Produkten. Das sind alles Affiliate-Links, das heißt, ich verdiene bei allen Produkten, die ihr über Deal Heroes kauft, eine kleine Provision. Und mir persönlich ist das doch absolut egal, wo ihr bestellt. Ich bekomme überall meine Provision und natürlich, klar, bei wenn ihr jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt dieses Resin als Beispiel, wenn ich jetzt dieses Resin bei Amazon für 30 Euro kaufen kann und bei TomTop für 20 Euro kaufen kann zum Beispiel, dann ist natürlich bei weniger Geld, also ich sagen wir mal, ich kriege ungefähr überall die gleiche Provision. Sagen wir jetzt einfach mal. Bei Amazon kriege ich meistens weniger Provision, aber sagen wir einfach mal, ich würde überall, sagen wir mal, 10% bekommen, als Beispiel. Dann wäre das natürlich bei Amazon dann 3 Euro und bei Banggood oder bei TomTop, wo man es dann kaufen kann, mit 20 Euro eben nur 2 Euro Provision. Aber dadurch, dass ich halt eben durch Deal Heroes, durch meine Preisvergleich-Webseite, den Zuschauern meines Kanals den günstigsten Preis zeige und sie sich darauf verlassen können, dass ich mit reinem Gewissen und vollem besten Wissen und Gehwissen eben dort auf den günstigsten Preis gezeigt habe, dadurch, dass die Leute sich darauf verlassen können, werden sie in jedem Fall wahrscheinlich dort drüber kaufen, weil sie sagen, okay, dann muss ich mir vorher keine Gedanken über Recherche machen, wo kann ich das zum besseren Preis bekommen oder so. Ja? Das heißt,
ich nehme unter Umständen auch noch den Kunden sozusagen mit, der sonst vielleicht einfach selber nochmal eine Preisrecherche gemacht hätte und selber irgendwo anders das Produkt gekauft hätte. Das heißt, auch wenn ich dann, sage ich mal, diesen 1 Euro weniger bekomme, habe ich aber trotzdem mehr Leute, die über meinen Link dann sozusagen kaufen, was den Braten dann noch fetter macht als vorher. Ja? Und deswegen, ja, mache ich das halt auch einfach so, dass ich da, ja, dahin, wo halt der beste Preis ist. Und das habe ich auch denen von vornherein gesagt, weil sie halt eben so teuer sind. Ich wollte da auch transparent mit der Firma TomTop sein, weil sie halt eben viele Produkte dort eben zu einem höheren Preis anbieten, als er halt eben bei anderen erhältlich ist, die Produkte. Deswegen habe ich denen das von vornherein gesagt, hey, pass mal auf, ich mache das aber über eine Preisvergleich-Webseite. Das heißt, wenn ihr teurer seid, dann ist schön, dass ihr mir die Produkte zuschickt. Ich mache auch mein Review darüber, alles schön und gut. Ich werde euren Link, also ich werde auf jeden Fall auch das Produkt auch auf eure Webseite zeigen. Also, ne, dass man das quasi unten, ist ja der Preisvergleich, das heißt, TomTop wird dort auf jeden Fall mit dabei stehen. Aber wenn es irgendwo anders das Produkt günstiger gibt, dann wird das natürlich an erster Stelle bei Deal Heroes oben stehen, weil oben ist immer der beste, der günstigste Preis und unten im Preisvergleich kann man dann gucken, okay, wo kann ich, in welchen Shops kann ich das Produkt noch kaufen und gibt es da eventuell andere Preise. Oder es ist zum Beispiel auch manchmal so, jetzt angenommen, bei TomTop wäre das hier aktuell am günstigsten, dann gibt es aber auch Leute umgekehrt, die sagen, ja, okay, mir ist egal, wenn ich 5 Euro mehr oder 10 Euro mehr dafür zahlen muss, aber ich kann es dann bei Amazon bestellen, weil da habe ich mehr Vertrauen drin, ich kenne Amazon, ich bestelle da öfter oder eBay oder whatever. Es gibt halt Leute, die einfach gewisse Präferenzen haben, wo sie lieber bestellen, weil sie dort einfach vielleicht schon seit Jahren bestellen, nie Probleme hatten oder selbst wenn dann Probleme da sind, mit dem Support vielleicht gute Erfahrungen gemacht haben, etc. pp. Ne, das ist ja vollkommen normal. Genau, also kleiner Exkurs halt auch in diesem Zug. Es wird ein echt langes Video. Uff. Ah, ich bin mal gespannt, wie viele Leute am Ende tatsächlich reinschreiben werden. Ich habe das ganze Video geguckt. Und ich gehe davon aus, dass die Leute, die wirklich das ganze Video gucken, dass die irgendwie irgendwas nebenbei wahrscheinlich gemacht haben. Irgendwie ein bisschen was gearbeitet nebenbei oder irgendwie vielleicht, keine Ahnung, trotzdem noch ein Buch gelesen nebenbei oder so. Ich weiß nicht. Ich könnte das tatsächlich nicht, weil ich auch durch mein ADHS mich gar nicht auf so viele Sachen gleichzeitig konzentrieren könnte. Ja, ich bin mal gespannt, was die Leute so in die Kommentare, wenn überhaupt irgendeiner was in die Kommentare schreibt. Vielleicht schreibt auch gar keiner was in die Kommentare. Das habe ich ja auch ein paar Mal. So, was haben wir hier? Hier sind auf jeden Fall zwei Sachen drin, die nochmal separat verpackt sind. Okay, das ist immer so ein Trending dazwischen. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Nicht mal ein bisschen. Aber ich hätte mich vorher wahrscheinlich mal ein bisschen besser informieren sollen, dass dieses 0,96 Zoll oder whatever, dass das wirklich so klein ist. Da habe ich jetzt echt nicht dran gedacht. Das ist krass. Oh, hier habe ich einen Akku. Okay, hier habe ich einen Akku. Ah, ja, genau. Die habe ich mir ja für meinen Dings bestellt, für mein Ironman-Projekt. Ja. Das sind hier 11,1 Volt. Charging Voltage mit 12,6 Volt wird geladen und wir haben hier eine Capacity von 2,5 Ampere. Das ist hier so ein Akku, der aus 3 Zellen besteht und wahrscheinlich habe ich dasselbe hier einfach nochmal. Also dann, da muss ich dann wirklich aufpassen beim Aufmachen hier, weil bei so einer Akkuzelle einmal irgendwie falsch, das sagt man so, die Akkuzelle falsch penetriert oder an der Fall, ne, dann ist nicht so gut. Dann macht's bumm. Das ist nicht so vorteilhaft. Da muss man echt aufpassen. Was haben wir hier drin? Ist auch so ein bisschen fester tatsächlich. Können wir mal aufmachen. Ah, das ist so ein langes Relais-Ding, glaube ich, ne? Habe ich mir eigentlich auch für das Miniatur-Smart Home bestellt, weil ich mir gedacht habe, das könnte ich dafür eventuell gebrauchen. Ja, hier sind so 1, 2, 3, 4, 4 Relais drin und ich glaube, das eine ist mit 12 Volt und das andere mit 5 Volt, weil ich mir noch nicht sicher war, mit was ich das umsetze. Muss nur kurz eben gucken, steht das hier irgendwo drauf? Hier ist auf jeden Fall VCC oder Dings. Oder kann man die Dinge einfach umstellen? Steht hier hinten irgendwas drauf auf dem Board? Ne, tatsächlich nicht. Aber man sieht auch schon, dass es ein bisschen anders gebaut ist. Ich vermute tatsächlich, dass das hier das 12 Volt und dass das hier das 5 Volt Ding ist. Ist
ist auch ein bisschen schwerer tatsächlich. WH316 und das hier. Da steht gar keine Modellbezeichnung drauf. Ja, das ist natürlich nice. Relay-Modul. For-Relay-Modul. Kann auch sein, dass das von verschiedenen Marken ist oder so. Keine Ahnung. Ich gucke mir das auf jeden Fall mal an. Das sind einfach so Relay-Blöcke, die man quasi auch mit einem kleinen Microcontroller ansteuern kann. So, und hier haben wir jetzt noch irgendwas drin, wo irgendwie auf jeden Fall auch ein Akku mit drin ist. Ich glaube, das wird wahrscheinlich wieder ein Handy. Ja. Es ist mal wieder ein Handy von Qbot. Ja, genau. Die schicken mir halt öfter mal solche Smartphones einfach mal so zu. Und zwar das King Kong 5 Pro. Das ist ein, ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen soll, aber meistens ist es, also wobei dazu gibt es jetzt tatsächlich von Xiaomi keine Alternative, weil das ist halt so ein Baustellenhandy, ja, so ein absolut robustes Baustellenhandy, so, keine Ahnung, kann auch mal hinfallen, ist jetzt nicht so tragisch, hat ein 6,088 Zoll HD Plus Display mit einem MT6762D CPU, es ist ein Octa-Kern, so ein 8-Kern-Prozessor, USB Typ C zum Laden. Wir haben hier einen Lithium-Ionen-Akku drin mit 8000 mAh-Stunden. Bruder, das hält auf jeden Fall ein bisschen. Wir haben eine 48-Megapixel Rare-Haupt-Main-Kamera eben mit drin und wir haben eine Frontkamera mit 25 Megapixel. Wir haben das neue Android 11 hier am Start. Wir haben einen 5 Volt 3 Ampere Fast-Charger mit dabei und wir haben hier ein Waterdrop Screen, also wir haben quasi die vordere Kamera ist in so einer Waterdrop Notch und die Main Kamera besteht hier auch aus einem modularen Kamerasystem, das heißt, wir haben hier drei Kameralinsen, wahrscheinlich quasi für Makro, Weitwinkel und halt eben normal und haben halt hier auch noch so ein 1A Flash LED mit dabei, womit wir halt wirklich auch hier ein richtig helles Licht haben zum Filmen oder halt eben auch als Taschenlampe das Ganze verwenden können. Vielleicht mache ich auf dem Zweitkanal dazu mal so ein kleines Video oder so, vielleicht auch irgendwann tatsächlich auf dem Hauptkanal, wer weiß, wenn ich die Zeit und die Lust dazu habe, aber das ist halt immer so ein, ja, die schicken mir halt tatsächlich, Qbot schickt mir einfach ab und zu mal so ein paar neue Geräte von denen und ich sage denen dann immer, ja, können wir mal hier im TechBack-Opening mal kurz aufmachen, mal kurz zeigen, ein bisschen hier über die Specs eben gehen. Die sind meistens relativ günstig tatsächlich, die Geräte, aber haben bei vielen Leuten auch relativ beliebt, weil sie halt eben so günstig sind und trotzdem von der Leistung her eigentlich ganz in Ordnung sind. Und ja, damit haben wir auch das letzte Produkt hier in diesem TechBack-Opening ausgepackt. Es ist ein relativ langes TechBack-Opening-Video geworden. Ich freue mich wirklich für alle Leute, die bis zum Schluss dabei geblieben sind. Krass auf jeden Fall. Schreibt es, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare, wenn ihr es wirklich bis zum Ende durchgehalten habt. Schreibt mir auch gerne mal, ob ihr ein bisschen geskippt habt, ob ihr nebenbei was anderes gemacht habt. Wenn ja, was habt ihr nebenbei anderes gemacht? Das würde mich auch mal so interessieren. Und natürlich, schreibt mir auch mal in die Kommentare, was war euer Highlight aus diesem TechBack-Opening? Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich jetzt so unbedingt sagen würde. Also auf jeden Fall eines der Highlights, ganz klar, hier das Mikrofon. Auf das Buch freue ich mich halt auch mega. Hier neues Kamera-Equipment hier für das kabellose HDMI-Übertragen freue ich mich auch mega drüber. Ich freue mich klar über die Microcontroller, über die Motoren, dass die jetzt da sind, über den Mini-Dings. Das Smartphone ist auch ganz cool. Beamer, Staubsauger, ey, keine Ahnung. Ich fand alles irgendwie eigentlich ganz cool. Ja, außer hier, sag ich mal, sowas wie Pool-Tabletten, ja. Irgendwie Sirup-Zeugs, ja. Ja, Rasierer, ja. Aber ansonsten, wie gesagt, schreibt mir mal euer persönlichen Favorit oder vielleicht auch Favoriten unten in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, lasst dem Video ein Däumchen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Wie gesagt, schreibt ein bisschen was in die Kommentare und natürlich abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Kostet euch kein Geld, gebt mir einen großen Support und ermöglicht mir hier weiterhin solche Videos für euch zu machen. In diesem Sinne, haut ihr rein, bis zum nächsten Mal.